Guten Morgen nochmal an dieser Stelle zum jetzigen JFD Live Trading TV am Freitag, dem 6. März. Und wir wollen uns hier gleich mal dem DAX widmen, der sich, wie gesagt, heute nach den gestrigen erneuten Zugewinnen wieder etwas ruhiger präsentiert. Die generelle Lage bleibt jedoch durchgehend bullisch. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Es ist nach wie vor so, dass die Märkte hier einen unveränderten Drang nach oben haben und dies hier liquiditätsgestützt natürlich seinen Fortgang findet. Wir hatten gestern zum EZB-Event ja den DAX auch schon beleuchtet. Da tat er sich so ein bisschen dann schwer im Bereich 11.500 Punkten, aber mit Ausbruch über 11.450 Punkten hat sich das Bild rein technisch eben auch schon aufgehellt für neue Hochs und genau dies hat er dann letztlich im Nachgang ja auch vollzogen. Wir sehen hier links die 24-Stunden-JFD-Indikation und auch aktuell hier diese Hochs vom gestrigen Nachmittag, an denen wir nunmehr mehr oder weniger hängen. Und da müssen wir natürlich jetzt den Knackpunkt schaffen, 15.525 Punkte. Da müssen wir jetzt rüber, um sozusagen hier weiteres Potenzial zu generieren. Sie wissen, heute stehen die Non-Farm-Payrolls an. Wir werden hier beim JFD Live Trading TV selbstverständlich online gehen, 14.30 Uhr, kurz vor 14.30 Uhr. Das werden wir noch abstimmen. Letztlich werden wir dann live on air gehen und uns den DAX, aber auch Euro-US-Dollar dann genauer anschauen. Bislang entweder zieht der DAX jetzt tatsächlich vorher schon raus, also oberhalb von 15.525, speziell über 15.532 Punkten, haben hier die Bullen das Pflaster, hätte ich fast schon gesagt, die Keule in Sachen weiterer Aufschläge in der Hand und dann dürfte es hier signifikant weiter nach oben gehen in Richtung 11.550, 11.575 und 11.600 Punkte, ganz klar. Ansonsten jetzt hier auf der Südseite, was einst ein Widerstand war, ist nunmehr eine Unterstützung. Sollte es aus welchen Gründen auch immer hier vorzeitig vor den Non-Farm-Payrolls schon zu einem Rücksetzer kommen, dann dient dieses Level hier unter Umständen einem interessanten Punkt zum Aufbau von Positionen. Möglicherweise auch, wenn es Rücksetzer gibt im Laufe des Vormittags-, dann auch vielleicht zu den Non-Farm-Payrolls, wenn der Markt hier eine Unterstützung findet, dann hier eine sehr, sehr interessante Marke. Achten Sie auf dieses Level, gerade wenn eben Unterstützung zu Widerständen werden oder wie in diesem Fall Widerstände zu Unterstützung, dann haben die praktisch eine doppelte Relevanz und das sollte man durchaus begutachten und berücksichtigen für mögliche Trading-Entscheidungen. Der DAX, wie gesagt, hier hält sich wieder auf sehr, sehr hohem Niveau. Kurzfristig gesehen kann man hier auch direkt schon eine kleine Supportlinie hier einzeichnen im Bereich um 11.400, na, ein Stück hoch jetzt hier. Machen wir es punktuell. 11.480 wollte ich genau haben. Das ist sozusagen das Level, wo man jetzt kurzfristig sagen kann: Hey, wenn wir da drüber bleiben, dann sieht es gar nicht mal schlecht aus, dass wir hier weitere Ambitionen sehen könnten und hier mehr oder weniger seitwärts oszillieren, um dann hier den dynamischen Ausbruch nach oben zu schaffen. Sie wissen, und das zeige ich Ihnen am Freitag natürlich immer wieder mal gern, dass aber auch der Freitag bekannt ist als schwacher Handelstag beim DAX während der letzten 52 Handelswochen. Aufgrund des letzten positiven Freitags hat sich die Statistik ein wenig verbessert. Dennoch haben wir hier mit 39% positiver Schlusspreise nur in Anführungszeichen eher einen bärischen Tag. Und das zeigt auch heute die, ich zeige es Ihnen gerade mal, Fuzzy-Vektorlogik auf Intraday-Basis. Wir haben heute Morgen schon beim JFD Desktop diese Beschau in den Stream gestellt, sozusagen auch für Sie natürlich hier zu sehen, was der DAX hier möglicherweise für Ambitionen hegt. Und Sie sehen hier im Stundenchart-Intervall, dass es hier zum Nachmittag einen Hochpunkt zu geben scheint, hier im Bereich 11.600 Punkten dann sogar, dann jedoch hier eine scharfe Korrektur, möglicherweise ausgelöst durch die Non-Farm-Payrolls. Man kann hier nur mutmaßen, aber die Vektor-Fuzzy-Logik zeigt hier eine sichtliche Korrekturbewegung an. Und dies werden wir nachher auch nochmal in einer größeren Analyse darstellen. Vor den Non-Farm-Payrolls, da wird es ja mit Sicherheit spannend. Also, liebe Zuschauer, warten wir mal ab, was der Tag uns heute noch beschert. Grundsätzlich hier, wie gesagt, oberhalb des Levels 11.480 Punkten, alles im bullischen Fahrwasser. Doch wie es scheint, nach neuem Allzeithoch könnte es auch hier eine Überraschung-Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende geben. Das Damoklesschwert Griechenland schwebt ja auch noch über dem DAX. Also hier kann immer wieder mal eine News eingestreut werden seitens der Politiker oder auch der finanzpolitischen Hüter, die hier dann mal schlagartig für einen Richtungswechsel sorgen könnten. Die Rallye ist heiß gelaufen beim DAX, keine Frage. Sehen wir auch hier am Tagesschartintervall. Wir sind jetzt hier unmittelbar vor dieser oberen deckelnden Trendlinie, die ich schon immer wieder im Visier habe. Und heute zum Beispiel ein Hoch bei 11.600 Punkten wäre der Touchdown
dieses Levels. Hochinteressant. Wir wollen sehen, ob der Markt die Kraft hat, tatsächlich dieses Level anzusteuern. Wenn es denn dazu kommt, könnte sich hier durchaus eine Umkehrbewegung, Konsolidierungsphase, was auch immer, anschließen. Grundsätzlich bleibe ich bullish, solange es keine Umkehrsignale gibt. Wir haben hier im RSI-Oszillator, oh, jetzt muss ich den wieder zu greifen kriegen, hier leichte Divergenzen, gar keine Frage. Wir sind im überkauften Bereich, aber der RSI-Oszillator macht keine neuen Verlaufshoch. Wir sind hier deutlich unter den Hochs hier von Mitte Januar in Sachen RSI-Oszillator. Das sind Warnsignale am Horizont, die man definitiv sehen muss. Aber wie gesagt, immer noch der Chart, der Preis hat hier definitiv die Dominanz und mal abwarten, was passiert. Hier oben aber unter Umständen Short-Engagements ganz interessant. Wir werden es beobachten. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer, und wünsche Ihnen jetzt erstmal noch ein paar gute Stunden bis zum frühen Nachmittag. Schaut dabei in diesem Sinne, Ihr Christian Kemmerer.